Moin und willkommen, die Gefäßburg. Wieder etwas, was ich mal scheinbar verpasst habe. Ihr startet bestenfalls von hier, reitet ja einmal lang und kommt dann da runter. Wenn ihr hier spawnt, müsst ihr nämlich sonst einmal runterrum. Also, ich schau mal, dass jetzt hier den Weg runterkomme, ohne unnötig drauf zu gehen. Oh, wie es aussieht, reicht normales Entlangreiten vollkommen aus. So, schon sind wir da. Einmal die Gnade direkt snacken. Der hier ist nicht feindlich. Süß. Ich greife jetzt auch erstmal nicht an. Gesprungener Topf. Sehr schön. Endlich auch mal den fehlenden bekommen, den ich schon so lange suche. So, Ritualtopf. Sind die alle friedlich? Greift mich doch gleich alle locker an. So. Noch ein gesprungener Topf. Hier hinter haben wir nichts, was noch fehlt. Jetzt dann noch einer ist leicht. Noch einer. So, Scherbe eines lebenden Gefäßes. Ist das ein Freund? Jo. Also ich greife die mal einfach nicht an. Also wenn ihr diverse Töpfe noch braucht für eure ganzen Tränke. Dann könnt ihr euch drei Stück schon mal gönnen. Mir scheint, das wäre es jetzt auch gewesen. Hier gibt es echt viele Blüten. Wenn ihr dringend viele verschiedene Pflanzen braucht, könnt ihr hier echt gut hin. Ja, definitiv nicht. Also, dann nicht runterhüpfen. Also, ich werde jetzt gleich natürlich noch mal die ganzen Töpfe angreifen. Es sieht für mich jetzt allerdings nicht mehr danach aus, als gäbe es jetzt hier noch irgendwie Items. Scherbe, okay. Das ist also hier die Gefäßburg, ne? So, mal eben relativ noobig die Töpfe auseinandernehmen. Perfekt. Also hier könnt ihr auf jeden Fall jede Menge Scherben farmen, falls sie jetzt neu spawnen sollten. Ich schau mal. Einmal die Gnade setzen. Und sie kommen nicht mehr wieder. Ah, schade. Naja gut. Das ist auf jeden Fall das Gefäßdorf. Hier könnt ihr euch die ganze Ritualtöpfe besorgen. Viel Spaß, Gefäßburg, viel Spaß damit. Lasst ein Abo da, ein Like und tötet die armen Dinger nicht. Kriegt davon doch keine Schärfe. Aber haut rein. Ciao.